Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Farm Manager 2018 hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und unser Noah liefere dieses Päckchen aus. Kurierkonto Arbeiter Noah Team liefern. Wie? Welches Päckchen? Was für ein Päckchen? Hallo? Wo ist das Päckchen? Wo liegt das Päckchen? Ja, der ist hier drin, der. Wo ist er denn jetzt hin? Hm? Nee, entlassen will ich hier. Ah, Sendung liefern. Alles klar. Uiuiuiui, der Kurier konnte aber dann Erfolg. Ach ja, das ist. Okay, also, okay, da kriegen wir schon mal Geld für. So, was haben wir denn hier noch? Pflanze Apfelbaum im Feld an, das ist das mit den Züchten und verkaufe 12 Gänse. Ja, wir haben keine 12 Gänse. Große Nachfrage bis zum 30.04. Das heißt also, wenn wir uns einen zweiten kleinen Stall bauen würden, könnten wir vielleicht ein paar Gänse züchten und könnten das dann machen. Da wollen wir nicht die Leute dazu. Da ist jetzt, also hier ist, ach, hier ist schon wieder Liebeswarnung. Gut. Ja, dass es jetzt nur wirklich Winter geworden ist, das hätte ich jetzt nur. Komm, das machen wir. Das werden wir ablehnen hier. Also. Immer noch. Achso, wir warten darauf, dass der kommt. Naja, ist ja glatt Eis, braucht ein bisschen länger. Und dass jetzt meine Felder hier als ungepflügt gelten. Also, das finde ich ja. Das finde ich eine richtige Frechheit. Ich brauche unbedingt. Warum darf ich kein. Warum darf ich die nicht kaufen? Sammelrechen. Anhänger, Feldspritze, Feldspritze, Obstanbau, Glyphas. Kastenanhänger, Ladewagen, Mähmaschine. Mähmaschine? Dürfte ich sogar kaufen. Kompatible Maschinen, der rote und der blaue Trecker und bestimmt für Gras. Das könnte natürlich jeder schon mal ordentlich. Aber ich würde einen Flug haben. Streuer für Kunstdünger. Was ist das hier? Sprenkler. Achso, okay. Sammelrechen. Sammelrechen ist auch interessant. Also Mähmaschine ist auf jeden Fall erstmal interessant. Die nehmen wir erstmal. Die kaufen wir uns erstmal. Dann kommt die erstmal auf den Parkplatz. Und dann machen wir uns noch... den Ladewagen kann ich jetzt gar nicht mehr auf den Parkplatz stellen. Wir sind bereit für die Fortpflanzung. Okay. Gehen wir da mal raus. Dann machen wir hier... Wie viel Geld haben wir dafür ausgegeben jetzt gerade? Oh, rufen wir den mal hier. So. Gut, jetzt haben wir da eine Mähmaschine. Jetzt brauchen wir noch irgendwie einen weiteren Parkplatz, würde ich sagen. Sonst kriegen wir die Maschinen da nicht unter. Mal noch bauen. Garagen. Ach, das ist ein Parkplatz, kostet 50.000. Und unterstellen für 6 kleine Maschinen. Aha. Kaufen wir uns so einen Unterstand hier für 6 kleine Maschinen. Da kriegen wir doch locker den komischen Dingsbums unter und noch diversen anderen Krempel. Wieso wird der da rot? Hier sind bereits Fortpflanzung. Okay. Ja, dann komm mal her. So. Muss ich da vorher die Straße. Wieso muss ich denn da jetzt mit mal vorher die Straße bauen? Für das. Kann ich den. Ach, ich hätte den ja. Nee, da passt er nicht rein, ne? Moment, Moment, Moment. Wir gucken nochmal, Garage für 10.000, so für 6 kleine Werkzeuge. Jo, gut, dann kommt der dahin. So, dann bauen wir... Ja, 6 kleine Fahrzeuge, kann ich die denn einfach umziehen lassen? Umparken, ja, das geht dann, okay. Größe S. Also Größe S geht hier drauf. Was ist das hier? Größe S, das geht da auch hin. Und dann können wir immer noch den Ladewagen uns besorgen. So. Umparken, kleine Garage. Umparken, kleine Garage. Größe M, du gehst nicht in die kleine Garage. Und du, Größe M, auch nicht. Okay, so. Jetzt haben wir hier wieder 1 Grad, aber es ist immer noch Winter. Wir können immer noch nichts machen. Hier, du kannst fortpflanzen. Alles klar. Gut. Ich glaube, die haben sich da vertan. Das müssen 80 Tiere sein, die ich da züchten muss oder so. Ganz was Merkwürdiges.
So, unser Gras. Mhm, naja, gut, die Silage. Naja, gut. So, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nein, kann ich nicht machen. Ist der Winter. Alles klar. Gut, dann gehen wir nochmal. Wie sieht denn der Parkplatz aus? Wieso ist denn der so spittelig? Okay. Gibt es hier irgendwas, wo man dann auch reparieren muss? Wahrscheinlich muss man auch noch seine Gebäude reparieren irgendwann. Das lernen wir bestimmt auch noch irgendwann. Dann gehen wir mal in den Maschinenpark und dann gucken wir, was kostet denn hier so ein. Da gibt es ja etliches. Miststreuer, Pflanzmaschine, Hammer, Sammelrechen. Sammelrechen. Schmaler kann man Gras zusammenfügen, um es später schneller einzusammeln. Ja, dann ja, würde ich sagen, kaufen wir den noch auf dem Parkplatz. Jetzt gehen wir richtig Geld aus. So. Mann, Mann, Mann. So, und dann brauchen wir noch einen Ladewagen. Der kostet 18.000. Der ist Größe XL, okay. Ist aber hiermit kompatibel. Das könnte man dann... 18.000, das kommt. Oh, ab auf dem Parkplatz. So, dann sind wir zumindest die Grasernte. Hm? Ach, der wird extra angeliefert. Okay, die anderen, die spawnen hier einfach und der wird angeliefert. Alles klar. Gut. Dann haben wir zumindest uns wie die Grasernte für dieses Feld, dass wir die Männer da nicht Ewigkeiten brauchen, dass wir das maschinell machen können. Also da kann einer mit der Maschine mal rüber, zack, zack. Dann müssen wir jetzt, warte mal, dann wären wir hier. Haben wir nicht einen mit Trecker und Pflanze schon? Hier haben wir einen mit Trecker und Pflanze. So, jetzt geben wir nochmal richtig Geld aus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eieieiei. So, gut. Der war richtig teuer, der Junge. Und dann müssen wir jetzt müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Wir wollen mal ein bisschen was verkaufen. Und zwar verkaufen wir die ganze gesamte Milch, die wir haben. Zack. Und die gesamten Hühnereier, die wir haben. Boah, die bringt fast gar nichts mit, die Hühnereier. Okay, so. Und den Mist hier, den können wir doch mal hier. Zack, und weg ist der Mist. Da sammelt sich doch schon wieder welche, bis wir dabei sind, dass wir hier im Frühling sind und hier vielleicht was auf dem Acker machen können. Wird mal fliegen können. Ich will einen Flug kaufen. Wenn auch einen kleinen, ich will einen Flug kaufen. So, zwei kleine Teile kriegen wir, vier Teile, kleine Teile kriegen wir da nicht mehr noch reingeparkt. So. Achso, da müssen wir noch eine Straße dran bauen, ne? So, Momentchen mal. Du hättest hier gerne eine Straße. So. Bis da hoch. Bis dahin. Hier können wir dann noch ein Silo hinstellen oder, keine Ahnung, eine Arbeiterkarte. Ja, das kommt denn demnächst alles. So, gut. Gut, wie sieht das, achso, wie sieht das hier aus schon wieder? Das Ding ist schon wieder voll, ne? Komm, verschreiben wir nochmal bis auf 10 Stück. So. Das muss man hier irgendwie mal fertig kriegen hier. So, ach ja, guck an. Nächste, da geht's schon wieder los. Jetzt wollen sie schon wieder. Alten Rammler, hätte ich bald gesagt. So. Was kostet mich eigentlich so ein kleiner Hühnerstall? Also ist so ein Ding. Wo sind denn hier? Ach, da vorne die Stelle. Der kostet mich 3.500. Naja, gut. Da könnte man ja nochmal einmal für Enten und Gänse machen, ne? Die Frage ist, wie viel Futter haben wir? Meist haben wir jede Menge. Hält bis zum 22.07. Dann ist er weg. Bis zum... hält bis 21, Lupini hält bis auch bis 21, ist ein bisschen länger, aber der Meister ist nächstes Jahr weg. Ja gut, also Mais, Dingsbums, das kriegen wir ja alles hier wieder. Ich hoffe, dass ich es hinkriege, alle Felder zu pflügen. Ja, also drei Mann habe ich jetzt, werde immer drei Mann beschäftigen pro Feld. Hier sind bereits zur Fortpflanzung, alles klar. Ich habe drei Mann pro Feld und die werde ich dann auch fleißig nutzen, ne? Weil der Trecker und hier pflanzen kann, der geht immer auf den Trecker, der kümmert sich nur noch um dieses Feld hier und wenn er damit durch ist, dann kann er immer noch hier bei den Erdbeeren mal mit pflücken und dann ist gut. Ne? Dann kann das Erdbeerfeld und das Feld, das wird komplett in sein Ressort fallen. Der muss da wässern, der muss da düngen, der muss da alles machen. Ja. Muss aus. Und die anderen drei, die fangen ja dann an hier mit den Feldern und das Feld und wenn das Feld endlich mal so weit ist, dass wir da unsere Apfelbäume drauf pflanzen können. Und wir machen hier, naja, ich will jetzt, nee, die Größe Apfelbaumfeld ist schon okay. Und das will ich so groß haben. Damit wir ein paar Äpfel darunter kriegen, damit das sich wenigstens lohnt. Wenn wir dann Äpfel runterholen und da, keine Ahnung, schon eine Fabrik haben, eine Mosterei oder ich weiß es ja nicht, was es da gibt,
Dann, das hilft ja dann. Hier sind wir bald so weit. Uiuiuiui, Tiffy. Oder zählt er hier die Monate? Kann auch sein, dass er hier die Monate durchzählt, ne? Dass es immer am 1.3. dann hier noch weiter springt und dann geguckt wird und dann, ach ja, hat er genug. So träumt bei dem Spiel alles. So, also der Monatswechsel war jetzt gar nicht so teuer. Das haben wir gut bezahlt gekriegt, also von daher, das klappt schon. Und wir haben jetzt so viel gekauft, dass wir den Trecker auch sinnvoll nutzen können, mal im Feld. Ja, da kann's losgehen hier. Komm her hier. Da sind wieder ein paar Eier angebrütet, da kommen ein paar neue Küken raus. Also wenn das hier mit den Hühnern so schnell geht und mit den Enten und Gänsen dann ähnlich schnell, dann könnte man sich wirklich noch zwei Ställe besorgen. Muss dann halt eben nur zusehen, dass wir vielleicht nochmal drei so Felder kriegen hier. Aber wir haben da drüben noch Platz. Wie kann ich eigentlich Land kaufen? Geht das irgendwo? Wie kann ich, also wenn ich jetzt hier außerhalb was hinbauen will, diese Grenze. So groß ist ja meine Farm. Ich könnte ja wahrscheinlich dann noch hier bis hier hinten irgendwo, hier ist ja Platz ohne Ende. Also ist ja nicht so, dass hier nicht noch Platz wäre. Ich meine, das sieht ja schon ganz niedlich aus, aber also gut. Nein, wir machen das Tutorial erstmal durch und denke mal, es wird auch ein freies Spiel geben. Also das macht schon Spaß. Wenn man jetzt nicht so viele Einschränkungen hätte hier, dass er, oder man muss es halt eben erstmal kennenlernen, ne? Dass er da wirklich dann auch, dass der Winter dafür sorgt, dass so ein gepflügtes Feld nicht mehr gepflügt ist. Nicht Blödsinn, ne? Du kannst ja das Feld im November, kannst du doch pflügen, um sondern nicht mehr gepflügt sein. Oder vielleicht ist der Status jetzt bloß so merkwürdig. Da muss man mal drüber nachdenken, ne? Gab es eigentlich einen Patch in den letzten Tagen? Eigentlich nicht. Ich habe keinen Patch eigentlich großartig gesehen, ne? Ich habe nicht drauf geachtet, ob es einen Patch gab. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe nicht drauf geachtet, ob es einen Patch gab. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Vielleicht hätte ich ja noch was gelernt oder was gelesen, wo man dann... Oh, Tiere sind bereit zu fortpflanzen. Sehr schön. So, dann los, kommt mal her. Was, 35 kostet der jetzt? Oh, mal weiten wie ich oder wie? Warum wird denn der so teuer? Muss aber langsam mal gut sein hier. Fortpflanzerei hier. So. Jawohl, da haben wir es geschafft. Da haben wir nochmal $8.000 verdient. Sehr schön. Da haben wir doch zumindest. Also wenn wir die $8.000 eigentlich dadurch verdient haben, dass wir das gezüchtet haben, ne? Dann könnte man noch die $8.000 wirklich in zwei Stellen. Ich weiß nur nicht, ob unsere Nahrung ausreicht. Also wie weit das hinkommt denn? Nicht, dass wir dann, naja gut. Wird ja, ja, das müssen wir dann beobachten, ne? Da müssen wir die hier oben hin machen, die Nahrung, und dann wirklich live beobachten und gucken, nicht, dass wir da wirklich in Schwierigkeiten geraten, die wir gar nicht haben wollen, ne? Ich meine, ob die, wenn wir die Grasfläche jetzt hier mit dem Trecker und allem bearbeiten, müssen wir mal gucken, wie viel mehr das dann abwirft oder nicht. So langsam taut jetzt der Schnee weg, aber wir haben immer noch Winter. Ah. War mal ein Maisfeld, ja. Ah, jetzt haben wir wieder. Wie heißt er? Alexander Kurfeld, hol Dingsbums, Sendung liefern. Also diese Minimission, ja, okay, aber. Naja, 106 Euro haben wir gekriegt. Das ist okay. Warum nicht? So, wenn wir jetzt nochmal einmal wieder alles verkaufen hier, nicht, dass uns die Milch schlecht wird. Das wäre fatal, wenn wir dann nachher was wegschmeißen, weil, na gut, der Milchpreis ging aber gut runter jetzt, ne? Naja, 9000 kriegen wir trotzdem. Hühnerei. Also der Fehlbau des Stalls hat sich eigentlich schon bezahlt gemacht, dadurch, dass wir da jetzt so viele Kühe drin haben. Das geht schon, also da haben wir gut Geld mit verdient mit der Milch, also. Kannst du nichts gegen sagen. Jetzt fällt noch ein bisschen Schnee, guck es dir an, ja. So, da wird immer alles abgeholt. Wie sieht das überhaupt aus hier mit dem Brunnen? Das ist wahrscheinlich viel zu weit weg von dem Acker hier. Naja. Wir mal sehen, wie das da läuft. Ob er den dann bewässern kann oder nicht. Oder ob er sich dann beschwert und sagt, nö, da kann ich gar nicht bewässern. Wieder Winter, noch mehr Schnee. Na gut, da haben wir dann halt jetzt mal den Winter durchgemacht. Da ist wirklich, da passiert nicht viel, ne? Na gut, wir haben ein paar Maschinen gekauft, wir haben das Ding gebaut. Wir können hier dann die Silos vielleicht noch umbauen. Dass ich hier die Felder dann doch noch ein bisschen breiter mache.
Weiß gar nicht, kann man im Feld später nochmal mehr Breite geben? Dass ich dann sage, okay, das mache ich denn hier so breit. Dann hier noch ein Feld so breit, dass da mal ein Kästchen frei ist, dass diese Straßennippel hier verschwinden. Und dass ich dieses Silo hier, das finde ich, okay, da sind Sonnenblumen drin. Kann ich die umlagern? Warte, hallo? Großen, naja, gut. Kann ich die. Kann ich wahrscheinlich die umlagern, ne? Sieht nicht so aus. Hier, da sind auch Sonnenblumen drin. Warum sind die nicht mit hier reingekommen? Ist da noch Platz? Das auch noch. Weil dann könnte man hier die Zippel wegmachen, dann könnte man hier die drei Felder, die jetzt dafür da sind, hier für unsere Kühe oder für unsere Hühner und vielleicht anschließend noch unsere Gänse Butter ran zu. 39.000, wo war so viel Geld her? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Okay, na gut. Wir haben 8.000 daher gekriegt. Wir haben das nochmal verkauft, aber es hat bloß 5.000 gebracht. Wir waren noch runter bis auf 20.000, unter 20.000. Gab es noch eine Geldspritze von irgendwo her? Hat er festgestellt, oh, der kann das Tutorial so nicht schaffen. Wir müssen nochmal Geld schenken. Wo habe ich denn jetzt Kuhmilch? 9.000? Na gut, doch, ja. Na gut, okay. Okay, gut, dann haben wir 39.000. Das nehmen wir gerne entgegen, muss ich sagen. So. Weiß noch nicht, wie ich das hier denn hinkriege, aber Bodenqualität ist 0. Na, mal gucken, was der Frühling bringt. Gut, also, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, wo wir so ein bisschen rumgelabert haben und nicht viel erledigen konnten, muss noch ein Bild machen hier von unserer Farm. Warte mal, dann ziehen wir mal nach oben. Gucken wir mal so von oben drauf. So. Oh, drehen wir es mal ein bisschen gerade. Und dann drücken wir mal hier auf den Fotoapparat und sagen, Menschenskind, das gefällt mir so sehr. So. Dann machen wir mal ein Bild von. Auch wenn das wieder sehr viel weiß ist, aber... Na gut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.